Sie kennen das doch auch. Die Kunst des spielerischen Scheiterns. Ein Clown ohne ein Problem hat ein Problem. Und deswegen geht es auch in meinem Buch um nichts anderes als darum, wie man Probleme löst, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Das lernt man schon auf den ersten Seiten. Was sie bewegt, bewegt auch andere.